Ja, da bin ich auch nochmal. Hallo YouTube. Und zwar erzähle ich jetzt nochmal ein bisschen was über den Felix aus Westhofen. Wie gesagt, es ist jetzt so, mein Vater hat heute mit dem Anwalt telefoniert und der macht jetzt da Druck hinter, dass wir eine Antwort kriegen von der Staatsanwaltschaft. Also mein Anwalt, der schreibt jetzt nochmal zur Staatsanwaltschaft hin, dass wir jetzt eine Antwort benötigen. Oder ruft er an oder was auch immer. Ich glaube, der schreibt nochmal hin und ruft gleichzeitig auch an. Auf jeden Fall hat er gesagt, er kümmert sich jetzt darum, dass wir jetzt eine Antwort von der Staatsanwaltschaft kriegen. Und ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob die das wieder aufnehmen. Weil sollten die das nicht wieder aufnehmen, dann muss ich eine Zivilklage machen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man sowas macht. Da muss ich dann mit meinem Vater drüber sprechen, wie das dann läuft. Das macht dann sowieso mein Vater für mich. Und aber ich habe nur gehört, dass das wohl Geld kostet. Eine Zivilklage. Und das will ich ja dann später von, wo mir, also das will mein Vater dann wahrscheinlich später von dem Felix zurückhaben. Also sollten die das Verfahren nicht wieder aufnehmen, werden wir wahrscheinlich eine Zivilklage machen. Da werden wir aber erst mit dem Anwalt drüber sprechen, ob das Erfolg hat. Und wenn das Erfolg hat, dann machen wir das. Aber das machen wir auch nur, wenn die Staatsanwaltschaft das nicht wieder aufnimmt. Und dass ich dann da meinen Schadensersatz kriege. Weil das geht ja so nicht. Die können doch nicht mit mir, die können doch, die aus Westhofen, die können doch nicht mit mir umgehen, wie sie wollen. Und dann glauben, dass sie nichts wieder gut machen müssen. Ich habe ja schon jetzt oft genug erzählt, was sie alles gemacht haben. Das habe ich jetzt wirklich oft genug gesagt. Und ich hoffe, dass da jetzt was passiert. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis wir eine Antwort kriegen. Also ich schätze mal, dass das jetzt noch so 4 Wochen dauern wird, bis wir da eine Antwort kriegen. Und ja. Dann bin ich ja mal gespannt, ob die das wieder aufnehmen oder nicht. Und wenn ich eine Zivilklage dann machen sollte, dann weiß ich auch nicht, selbst wenn das Erfolg hat mit der Zivilklage, das kann ja ewig dauern. Das kann ja Jahre dauern, bis ich da was kriege von dem Felix. Und der Felix, der ist Schüler. Wie will er das denn? Also das muss ich dann, da muss ich mich nochmal genauer erkundigen. Weil der Felix, der geht jetzt zur Schule am Burggarten in Schwerte. Und selbst wenn der jetzt verurteilt wird und mir Schadensersatz zusteht, dann muss man ja auch gucken, dass der Felix und auch die Freunde von Felix das jetzt bezahlen können. Weil die gehen ja alle noch zur Schule. Das ist dann das Nächste. Und man weiß ja auch nicht, wenn die von der Schule entlassen werden, ob die überhaupt arbeiten gehen, ob die überhaupt Lust haben zu arbeiten. Ob der Felix überhaupt Arbeit findet. Ob die anderen von denen Arbeit finden. Das weiß man ja alles gar nicht. Ja. Okay, ich melde mich dann, wenn es was Neues gibt. Und wenn ich mein Fahrrad habe, melde ich mich auch. Und zwischendurch, wenn ich mir mal was kaufen sollte, melde ich mich natürlich auch. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.